Bleibt Essen übrig, landet es häufig im Gefrierschrank. Schließlich verlängert sich dadurch ihre Haltbarkeit. Doch einige Lebensmittel sollten nicht eingefroren werden. Wir zeigen dir welche. Erstens, wasserreiches Obst und Gemüse. Obst und Gemüse mit einem hohen Wasseranteil wird nach dem Auftauen oft matschig. Dazu gehören Beeren, Melonen, Gurken, Tomaten und Salate. Zweitens, Milchprodukte. Milchprodukte wie Frischkäse, Quark, Joghurt oder Sahne sind für den Froster ungeeignet. Die Konsistenz ist nach dem Auftauen eher flockig. Drittens, Eier. Bei rohen Eiern besteht die Gefahr, dass die Schale durch die niedrigen Temperaturen im Gefrierschrank platzt. Auch gekochte Eier sollten nicht eingefroren werden, da sie gummiartig werden. Viertens, Knoblauch. Knoblauch sollte direkt verarbeitet werden und nicht im Froster landen. Leider verliert das Gewürz nach dem Auftauen an Geschmack. Fünftens, gelatinehaltige Produkte. Gelatinehaltige Lebensmittel wie Pudding und Cremes verlieren im Froster ihre Bindekraft und werden flüssig beim Auftauen.